Tag 2 von Enshrouded startet jetzt. Ich wünsche viel Spaß. Action. Okay, da sind wir. Stufe 1. Aktive Altäre 1 von 2 Werkstätten, 7 Überlebende 2. Los geht's in den zweiten Tag von Enshrouded. Nachdem wir gestern komplett ohne Rüstung rumgelaufen sind, haben wir uns noch am Schluss Rüstung hergestellt. Hätte nicht sein müssen, dass sie mit 0-0 rumlaufen, aber war geil. Wir sind ein paar Mal geprügelt worden, hat dennoch Spaß gemacht und Herausforderung war da. Jetzt sind wir einigermaßen ausgerüstet, kennen so ein bisschen aus, nachdem ich viel gespielt habe gestern. Und es gab auch schon ein Fix-Patches, so ganz kleinen, die Stabilität ein bisschen erhöhen. Wir hatten gestern einen Crash, bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze reinschneide oder reingeschnitten habe. Ich muss es ja noch machen. Aber wenn es jetzt besser ist und behoben wurde, beste. Beste, beste, beste. So. Gehen wir mal los, oder? Machen wir einfach irgendwas. Pfeile würde ich ja gern mitnehmen. Aber die habe ich sogar hier unten. Ich habe diesen Zauberstab ausgerüstet. Der gibt mir 14 Kraft. Nur die Schüsse habe ich von dem Zauberstab nicht dabei. Muss ich mal schauen. Ich drücke mal Tab um das Ding. Die Schüsse vom Zauberstab sind hier. Nein. Shift, Shift. Okay, let's go. Ja, ein bisschen zurechtfinden noch mit dem ganzen. Inventar und dem ganzen Stuff. Ist ein bisschen anders als im anderen Spielen, aber das ist ja nicht schlimm. Gut. Wir haben Quests. Wir haben Quests, die schicken. Wir haben gestern im Altar der Jägerin noch gemacht. Und ich glaube, diese neue Quest beinhaltet das sogar. Ach, die ist ja hier. Guck mal. Beschwörungsgegenstand F. Oh, warte, wir holen die mal. Äste. Wir pinnen das an, damit wir nicht vergessen, wir brauchen einen Ast. Und wie ich gestern schon meinte, das mit den Ästen sollte hier auch stehen. So. Hier sind Äste drin, sehe ich ja schon von außen Äste. Dann war das bei N? M? Hier. Das hier. Noch nicht platziert. Beschwörungsgegenstand herstellen. Beschwörungsstab. Haben wir. Ich habe das alles schön sortiert hier. Nehmen wir kurz den Bogen raus. Mit dem können wir sie dann beschwören. Zack. Bereit machen mit Tab. Oswald haben wir schon. Jetzt machen wir Atalan Skri, die Jägerin. Ja, dann können wir die auch hier hinstellen, irgendwie in die Basis. Komm. Neben den? Nee, oder? Die stellen wir woanders hin. Zack. Hey. Hi. Warte, ich rede gleich mit dir. Ich muss nur den Stab wegtun. Der bleibt anscheinend. Ich will nicht dauernd irgendjemand hier haben. Das zurück, die Äste auch zurück. Let's go. Was mit ihr? Cool, die haben wir beschworen. Hallo. Herstellen. Was kann man denn herstellen hier? Pfeile? Schrottpfeile. Ist das hier gut mit dem Mikrofon gerade? Ich hatte das nur ein bisschen verschoben. Schaden 11. Pfeile, Schrottpfeile. Und hier geht's Feuersteinpfeile. Wir haben Feuersteine. Schaden 8, Schaden 11, hä? Schnitt, Stich, Gift, Schrottpfeile finde ich etwas besser. Feuerstein 50 Mal? Stellen wir her, haben wir. Trockengestell. Verwendet Salz, um Felle für weitere Verwendung zu konservieren, in der Nähe einer Jägerin platzieren. Tierfell. Harzfackel, Wachsfackel. Speer. Set. Ein einfacher, leichter Brustpanzer, der den Rest der Rüstung perfekt ergänzt. Okay. Teppiche haben wir verschiedene hier oben. Und Brut-Donner-Wüstling-Trophäe. Die habe ich doch schon. Okay, das Einzige, was mich so interessiert hier, wäre das Trockengestell, die Pfeile.
Äste, Feuerstein und Schrott halt. Was habe ich denn für Pfeile in der Tasche überhaupt? Ich habe Holzpfeil. Ah, okay. Ist nur 6 Schaden. Wo habe ich denn die Äste reingetan? Ja, hier ist die Rüstung, die wir nicht brauchen. Ich muss schauen, wo ich die Feuersteine hin habe. Ich habe da gestern einige geholt. Feuerstein, Schrott und Äste. Ich weiß nicht, ob ich noch Schrott zu viel habe. Ich habe den Schrott ja hier hingetan, glaube ich, zum Schmelzen, oder? Holzschnitte. Achso, nee, nee. Schrott, wie sieht Schrott nochmal aus? Schrott, Schrott, Schrott. Schrott sieht wie Schrott aus, glaube ich. Aber habe ich nicht mehr. Übel mich hin. Nee, ich glaube nicht mehr. Dann kann ich aber trotzdem vielleicht die anderen Pfeile herstellen. Wieder. Aber dass die Schrottpfeile so viel Schaden machen? Schnitt, Stich? Und die Feuersteinpfeile so wenig? Aber Vollstich. Stelle ich mit einem mal 50 her? Weil da steht mal 50. Zack. Yo! Okay. Salz finden. Und zum Mangel sind vielen Dingen ohne. Eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, an deinem Tagebuch vermerken. Täusch mich nicht. Jopp, okay. Apropos vermerken, ich brauche noch mal eine Spitzhacke und die Spitzhacke von ihm kann ich nicht bauen wegen Miasma Holz und Metallschrott. Dann brauche ich eine normale, die habe ich hergestellt. So, ich habe die Werkbank hier reingetan. Die Werkbank, das habe ich selbst, glaube ich, auch gemacht. V. Spitzhacke. Stein, Äste, Garn. Müsste ich haben. Aber nicht genug, oder was? Garn? Wie kann ich denn das wieder wegtun, wenn etwas gehighlightet ist? Mit dem Beschwörungsstab. Hier ist es down gehighlightet jetzt. Wenn ich J drücke, ist es. Fähigkeiten. Stein müsste ich aber auch haben. Ja. Zwei Äste fehlen mir noch. Kloppen wir mal hier. Was gehört? Wolf. Ey, Wolf. Yo, Wolf. Kein Problem, bin da. Spitzhacke habe ich. Easy. Wie das läuft hier. Yes, geil, Mann. So. Wohin tun wir das denn hin? Wir haben hier ziemlich viele Sachen. Wir können ja die Pfeile trotzdem. Wir tun sie in die zweite Reihe, das hier, da können wir die Spitzhacke hier hin tun.
Passt. Ich habe hier gesehen, V war das, nee, in Metall ist N. Hier, Rucksackerweiterung. Rucksackerweiterung. Ich weiß nicht, wann man die wohl lernen kann, vielleicht ziemlich bald. Warte, ich habe zwei Ziele irgendwie markiert. Wo ist denn meine eigene Markierung? Dass ich mal weg tue hier. Moment, ich habe zwei Ziele markiert. Krypta der Jägerin, Wegpunkt löscht. Habe ich. Oh, jetzt ist Nacht, da jetzt loszugehen. Kann ich denn kein Bett bauen? Warte, bei der Bergbank vielleicht Bett? Gerüste, Bauhammer, Dachblöcke überleben, Haft, Komfort, Bett. Pflanzenfaser, Garn, Stofffetzen. Pflanzenfaser, Garn, Stofffetzen. Pflanzenfaser, Garn, Stofffetzen. Ja. Garn. Pflanzenfasern. Stofffetzen. Aber ich glaube, ich brauche noch mehr. Es reicht nicht. V. Bett, 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 Bett. Nee, das war hier. Mann. Ein Pflanzenfaser und noch zwei Garn. Okay. Kann aus den Pflanzenfasern kann ich ja Garn machen, aber nicht bei zwei von drei. Ich sehe schon, also das ist echt so ein Spiel, wo ich halt die halbe Zeit oder 90% von denen mit Kissen suchen beschäftigt sind. Bin. Ja. Ist jetzt nicht das Geilste, aber ist halt nicht so luxuriös wie bei Paul Wall, das war eh krass. Bett. Primitive Madrats. Primitive Madrats. Klar, schön was Feuer, sicher, klar. Schlafen. Geschwindigkeit mal 60 in der Nacht, sehr geil, let's go. Mal 60. Wieder hell? Ja, okay. Wieder hell, super. Also, dahin. Müssen wir das nicht auf. Nein, 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 nein. Wenn du nochmal 5 drückst, tust du es nicht weg, sondern du benutzt das Item. Ich muss halt irgendwas in der Hand halten. Also, das ist halt gewillt. Normalerweise, Item mit der Taste, mit der gleichen Taste. Anlegen wie ablegen, aber hier nicht. Salz sollen wir holen für die. So, machen wir das mal. Erwarte mal, Beschwörungsstab. Wie tun wir das weg? Muss ich jetzt zu dem Stab hingehen? Ich möchte dieses Verfolgung weghaben. Ah, das ist wieder eine Challenge, Alter, das loszuwerden. Beschwörungsstab abwählen. Okay, ich muss zu dem hingehen. Wilde Challenge, wilde, 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 wilde Challenge. Wir gehen natürlich nicht ohne Buffs los, oder? Den kleinen Fleischbuff, Pilzbuff und Ausdauerregeneration schneller Buff und mehr Ausdauer. So, let's go. Oh, sehr gefährlich. Mehr Smallholz brauchen wir auch. Auf zwei die Granate zu haben. Schon mal, da will mich das Ding hinleiten, oder wie? Irgendwas will mich immer da hinleiten. Mal schauen, ob wir bitte. Guck, 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 schau mal, das ist wie bei Elden Ring. Habe ich gestern schon mehrfach gesagt. Das ist von einer Laterne zur anderen. Hier gab es ja gestern Crash. Wo hat er jetzt hingeschossen? Wo war das jetzt? Hab nicht gesehen, welche Richtung. Die oder was? Hier ist noch so ein Ding. Und das? Wohin? Naja, ist mein Feuer, weiß ich ja. Es ist das allererste Ding, da war ich gestern auch 20 Mal her. Das ist auch Wahnsinn. Gestern am Anfang so getrödelt, überall rumgelaufen, aber ich wollte halt nicht.
Ich wollte da nicht spawnen, instant Lager bauen. Ich wollte mir das halt aussuchen, das mal anschauen, aber gab halt keine andere Möglichkeit. Das ist halt so vorgesehen vom Spiel. Spawnen und sofort Lager bauen. Ja, schon. Schon stärker als gestern jetzt hier. Ist auf jeden Fall safe gelohnt, das Ganze, was wir gemacht haben. Egal. Egal. Brauchen wir nicht. Hier gab es gestern Crash. Sollen wir probieren, ob es heute geht? Es war gestern gefährlich. Hier. Warum Crash? Komm, also warum? Oh. Ach, die Lichter gehen hier an, so krass dann. Wo man noch nicht war, oder was? Ich gestern bei Level 3 gestruggelt habe. Oder war ich da noch nicht genau? Ich check da nicht, warum dieses Licht da angeht. Führt es mich zu irgendwelchen wilden Sachen, oder wie? Das sind Explosionsfässer, gell? Bin ich gestern schon gestorben. Und der ganze Boden eingerissen. Das ist natürlich krass. Oh, eine Kiste. Schon wieder so ein komischer Streitkolben. Ah, den kann ich dir jetzt zerlegen. Yes! Stimmt, jetzt habe ich zumindest die Fähigkeit des Zerlegens gelernt. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Das hat mir der Schmied hier beigebracht. Du kannst die Sachen, was ich auch krass finde, die Sachen nicht auf den Boden legen. Geht nicht. So wieder ein Teil der Geschichte. Sei vorsichtig mit dieser neuen Lieferung aus dem Tal. Der Händler sagte, sie sei hochempfindlich, offenbar explodiert der Sprengstoff. Wenn man leicht nicht damit umgeht, wer hätte das gedacht? Wie auch immer, ich habe viel Geld dafür bezahlt. Mach hier keine Faxen, ich kann es mir nicht leisten, noch ein Loch in der Wand zu reparieren. Oh, das ist zu spät, habe ich schon gemacht. Sorry. Holzpfeile. Ach, probieren wir mal das hier. Ich werde mal testen hier. Scheiße, das Ding ist viel zu langsam. Nicht anvisier. Ich konnte den gerade gar nicht anwählen. An 30. Aber mit dem Bogen war es doch gestern okay eigentlich. Ja, da war ich ja, glaube ich, weiter weg. Ich glaube, ich war weiter weg, ja? Ich glaube, nicht alles einsammeln hier, einfach los geht's. Aber für Bandagen zu herstellen wäre nicht schlecht. So, nochmal Wölfe. Aha. Feuerpfeil. OMFG. What the fuck macht das für einen Schaden? Okay. Okay, ist doch ein krasser Unterschied zwischen Magierstab und Zauberstab. Magierstab kannst du nur mit dieser Munition nutzen, der Magier. Und Zauberstab kann es anscheinend jeder so rumfummeln. Alter, wie krass. 102 Schaden? Wahnsinn. Sollen wir mal das kaputt machen oder was? Nee, gell? Höllenpassage. Ich hab keine Fackel dabei. Ich würde irgendein Licht schon leiten, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Das Geräusch ist so schrecklich, wenn du was lootest. Hier war irgendwas.
Das Geräusch ist schrecklich, wenn du lootest, dann denke ich immer, da ist jemand. So wurt, wurt macht das. Komm her. Wieso hat mein Ding nicht geblockt? Hier, block. Ach, der schweißt immer zweimal zu. Hier, wenn ich einmal so schieße, warte, ich blocke, halte, schieß, schieß, tut sie ja sofort wieder das Schild hin. Ja? Schild. Aber warum macht sie es dann nicht? Warte, wenn ich nach hinten runter... Hä? Hat sie eben nicht gemacht. Hat sie eben nicht gemacht. Sind ich kann da hochklettern. Und dann kann ich, wenn er näher kommt, blocken. Hier. Hier, block. Einmal. Blocken. Geht da. Geht doch. Ah, hier ist wieder dieses, oh, was ist das? Was Neues? Yes. Ja, was baue ich ab? Leuchtbewuchs bei Werkbank. Ich kann alles. Ich kann von allen Platten bauen. Kann ich aus jeder Farbe beim Haus dann was zusammenstellen oder was? Oder wie ist das? Aber schon sehr, sehr wenig, was hier rauskommt. Ich schätze mal, dass dann mit der anderen Spitzhacke mehr rauskommt. Bin ich im Miasma? Nee. Hä? Die Zeit ist weg. Ich war doch ganz kurz da drin. Nochmal hier rein. Kann sein, dass hier irgendein Boss oder sowas ist. Haben wir schon Boss erledigt. Auf jeden Fall Slaver da. Slaver. Hier. Kommen wir? Wir kommen ja von da, oder? Warte mal. Ey, was haben wir denn gemacht? Sind wir hier hoch? War hier der Wolf? Nee. Wir sind von unten gekommen, oder? Da kann man sich so ein Gerüst hinstellen, dass man da abbauen kann. Moment, Moment. Ich dachte, wir sind hier rein, aber hier war auch so ein Wagen. Nee, nee, wir sind nicht da rein. Da ist ein Feuer, was wir noch nicht entdeckt haben. Sammeln. Ah, ich muss es auch immer sammeln. Ich weiß nicht, ob ich es bei jedem gemacht habe. Funken. Wie viel jetzt in der Tasche schon wieder ist. Ich will nachher wieder loten, muss es wieder, ist wieder vorbei. Häuschen? Waren wir da schon? Erinnert mich so ein bisschen an die Freiheit der Bewegung an das Fallen Atlas, was wir gespielt haben. Dietrich. Mach mal Luft da. Ich meine, ich kann dir das Haus auch eigentlich kaputt schlagen und reinkommen, aber. Wenn ich den Dieter hier nehme. In guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein, ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda Alienor. Yo, das hat geklappt. Ach, ich brauche doch jetzt kein Lagerfeuer. Wolfsfleisch 6. Ey, wir können Lagerfeuer, also nicht das... Hä, okay. Muss ja beides hin tun. Warte, das ist noch ein bisschen verwirrend mit dem. Das muss ich hin tun, das Lagerfeuer muss ich dann auch hin tun, zack.
Kann hier nicht grillen, ich muss ein Lagerfeuer aufstellen. Schauen, was oben ist. Eine Kiste. Wildwolf Langbogen. Haben wir nicht schon so einen? Lagerfeuer 7, zack. Kochen. Und zwar hier. Binde den Alchemisten, mächtige Alchemie. Vielleicht können wir uns dann die Heiltränke selber herstellen. Ich hätte gerne so einen Laser vom Mikrofon zu mir, damit ich weiß, genau, es ist auf meinen Mund gerichtet. Das wär halt cool. Oder irgendeinen Stab, den ich da hinhalten kann, und dann sehe ich das genau auf den Mund gerichtet. Oder wo die Wellen sind, die Tonwellen. Ja, wunderbar, fertig. Ich glaube, ich habe noch Pilze gesehen. Ich habe aus Versehen Pilze eingesammelt. Dann machen wir die, dann stacken die mit den gegrillten Pilzen. Und so zwischen noch Lagerfeuer ist geil, wegen ausgeruht. Wir müssen das alle 7 Minuten machen. Wir haben dann mehr Ausdauer. Ich glaube, fast zwei ganze Reihen haben wir dann. Also schon nicht ohne so ein Feuerlager. Was dann da immer mitzuschleppen, ich weiß ja nicht. Wir können es, wenn es brennt, gar nicht mitnehmen, okay. So, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier oben immer die Sachen kaputt machen soll. Ich habe gestern mir so ein bisschen. Warte mal, dieser Bogen, ne? Wildwolf-Langbogen. Kunstvoller Langbogen. Bisschen länger Spannung, aber Kraft mehr. Dann Pfeilgeschwindigkeit, bösartig, erhöht den Hinterhaltsschaden. Ich mache einfach mal den kaputt und habe dann den da. Wir brauchen jetzt nicht 2 Bögen. Können wir den anderen upgraden. Okay. Und der Schaden von diesem einen Stab war schon heftig. Ich habe es übersehen. So, ich dachte, das stört mich mit diesem, wenn man rein und rausgeht von einem Haus, dass es da so ein bisschen leuchtet und oder die Strahlen so krass sind, aber es stört nicht. Hier ist ein Dorf. Ich glaube, ich war da schon. Ich habe gestern gar nicht aufmerksam auf alles aufgepasst. Ich habe gestern gar nicht aufmerksam aufgepasst, was wie heißt, was ich einfach gespielt war. Bisschen wild. Ey, der hat eine Armbrust, eine schöne. Ich hoffe jetzt ein bisschen mehr aufmerksamer zu spielen oder mehr zu realisieren. Weil ich jetzt die Grundsachen ja gepeilt habe. Aber das war genau das Dorf, wo ich hier in die Tür rein bin und auf einmal war da einer. Hinter der Tür. Jetzt sind alle wieder gespawnt, klar. Ist ja auch okay. Brauche ja XP. So, hier ist nichts. Die Frage ist, die Kisten, wenn die respawnen, ist da wieder was drin? Ich finde das so heftig mit dem Zauberstab, genau. Schon Zauberstab und das ist Magierstab. Also mal schauen, ob ich das richtig zuordne. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertann aufschlagen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir neu gelernt haben. Oder glaube ich, kann ich Tagebuch machen? Werkstätten.
100 Quests. Alchemistenkrypta, Salzminenstandort. Suche nach Verborgenen abgeschlossen. Okay. Es ist anscheinend ein Story-Game, was du immer weiter voranschreitest. Deswegen ist, wenn jemand joint, ist er, zack, gesynkt mit meiner Story. So wie wenn du einen Film schaust von 4 Stunden und jeder, der halt in das Kinosaal reinkommt, sieht halt, schaut halt da weiter und hat den Anfang nicht. Also ist ja klar. Noch einen von denen ist der identische. Meiner macht 17, der macht 14. Mananek. Dann nicht der gleiche. Angriffsgeschwindigkeit 06, 06. Nur meinen habe ich auch schon gepimpt, also können wir den zerlegen. Zack. Und wir können auch das zerlegen. Hier, wir haben irgendeinen Scheiß bekommen wieder. Hier diese provisorische Sense. Fühle ich gar nicht. Zerlegen. Weg damit. Lass uns was in die Leiste unten tun, damit es da nicht hinkommt. Machen wir die Pfeile rein. So. Damit nicht immer Sachen, die in die Leiste kommen. Explosiv. Boah, ich werde safe nochmal noch sowas draufschlagen. So, 620 Meter gehen wir ab ins Miasma. Miasma-Bäume brauche ich. Miasma-Holz. Oh, wie? Aber wie dicht das jetzt ist? Das müsste Miasma-Holz sein, oder? Ja. Das ist Miasma, das andere. Saft oder genau. Uns fehlen die Buffs. 8 fehlt. Das können wir auch schon refreshen. Und das auch. Okay. Schon sehr dicht heute der Nebel. Ich brauche Holz. Yo, ich hab nochmal ein Fleisch genommen aus Versehen, weil ich habe gedrückt linke Maus, als hätte ich es noch in der Hand. Full Single-Tage oder was hier? Okay, das waren so scheiß Brütlinge. Schlag zu. Den Bogen werde ich erst brauchen, wenn mein Stab leer ist. Aber geil, dass man den reparieren kann, dass er nicht kaputt geht. Yo, ich wollte meinen Stab eigentlich nehmen, aber es geht auch so. Sogar noch besser. Ich sehe die gar nicht, wenn die kommen. Wo sind die denn? Aber warum habe ich jetzt wieder die andere Quest? Ich habe doch eigentlich das mit dem... das mit dem... Jäger-Salz-Dingsbums. Auf einmal ist jetzt der Alchemist da? Egal, müssen wir eben machen, alle. Zack, 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 zack. So, weiter. Ja, viel effektiver. Steht ja sogar da, dass es effektiv ist. Nahkampf bei dem mal erst gut. Minus 70? Okay. Weil... Wow! Weil gerade das Ausruhen wegging. Wow. Es ist Wildnahkampf. Es ist Wildnahkampf, ja. Auf jeden. Take it on the other side.
22 noch im Jasma. Warum bin ich denn hier ein? Oh. Oh, neben mir direkt eine. Oh, hab nicht gesehen, dass es so viele sind. Der ist Range hier. Wir müssen hier raus. Ist ein bisschen delayed, wenn ich da drücke. Das geht nicht sofort, deswegen drücke ich E, F und dann geht aber nicht. Ich habe mal die Frames-Anzeige ausgemacht. Denn... bringt ja nichts, wenn es da hin und her springt von 100 auf 20. So. Sah beim Schneiden aber flüssig aus, nur beim selber zocken. Das ist halt so eine Sache. Ich muss hier raus. Zu dieser Gegend. 49 Sekunden. Sekunden. Doch irgendwo hier kein Nebel sein. 30 Sekunden. Scheiße, ich kann die Karte gar nicht aufmachen. Zu viele Gegner gerade. Oh. Sekunden. Ich muss eigentlich nur irgendwo hoch kurz, wo der Nebel nicht ist. Nur mal kurz atmen hier. Hier doppelt. Ja, hat geklappt. Bisschen, komm. Bisschen atmen hier. Okay. Bienennest. Okay, hat geklappt. Ein paar Sekunden. Okay, ich kann auch hier raus, oder? Okay, wunderbar. Ich gehe jetzt nicht zurück. Ich komme eh noch ein paar Mal hin. Man muss halt nur kurz raus. Oh, da war Level 3. Ist der denn verreckte Level 3? Oh, wie geil. So viele Pflanzenfasern. Maiskolben. Bin gespannt, was für Buff der gibt. Ach, hatte ich schon. Das ist Stärke. Okay, ja, habe ich schon gehabt. Schön mal das Feld hier abernten. Einfach von Fremden. Why not? Ja, Pflanzenfasern ist genial, das brauchen wir für alles. Für Garn und Garn ist dann auch Heilverbände und so. Wie viele Stacks? Achso, ich hab. Ach, das ist nur eins immer, deswegen, da geht's ja. Ich glaube, ich 50er Stacks hier bei dem. So. Ja, sammel halt. Ich will nicht mehr. Okay. Dann sind wir in so einem kleinen Dorf. Die sind bestimmt nicht so nett hier wieder. Von einer Laterne zur nächsten. Wölfe. Sehen. Ich gleich beide dann gesehen, wenn einer heult. Oh, hier sind noch mehr. Ein nach dem anderen können wir hier machen. Wieso hält sie das Schild denn nicht? Nach. Wow, nicht umdrehen! Schild! Du musst mehrfach rechte Maustaste drücken irgendwie. Das kann man ein bisschen üben, aber geht nicht. Kann sein, dass ich die Ausdauer nicht mehr hatte oder muss rechte Maus nochmal rechte Maus drücken. Das gilt es noch herauszufinden. Mal auffüllen wieder mit Wasser. Oh oh, oh oh.
Erstmal die Wölfe töten, oder? Weil es sind anscheinend mehrere noch hier. Oh, das kann nicht sein. Ich versuche wegzurollen und der ist halt einfach schneller. Ich hab doch noch einen gehört hier. Ich habe doch noch einen gehört, Baby. Ich meine Wolf. Au. Oh, was ist das? Tierfell. Überall Tierfell müssen wir mit Salz einreiben, hat ja die Jägerin gesagt. Eigentlich waren wir da auf dem Weg hin. Ah, hier ist noch einer. Kommst du irgendwo lang, dass wir uns ein bisschen duellieren können, oder wie ist das? Oder hängst du da fest? Au. Jo, seh nix. Die ganzen Schafe getötet, der ist der Wolf im Schafpelz, oder was? Ist jetzt hier drin, oder wie? Noch extra hier. Ja, wo denn? Ach, da. Jetzt extra da hinkommen? Halt das Schild! Halt das Schild! Hier muss echt aufpassen, weil wenn ich, warte mal. Ich halte das Schild, drehe mich um, gehe und drehe ich mich nochmal um. Ist das Schild wieder weg, bis ich nochmal rechte Maustaste drücke. Warte, rechte Maustaste, Schild da. Kurz gehen, rechte Maustaste nochmal drücken. Okay, ich muss aktiv nochmal irgendwie drücken, keine Ahnung. Hab das noch nicht ganz raus. In irgendeiner scheiß Flüssigkeit war ich da gerade. Fackel keine, nope. Aber ich kann den Stab nehmen. Der leuchtet ein bisschen. Ist denn hier nichts oder noch alles kaputt hier oder was? Brauche eine Laterne, die mich um mich herum ist. Na, man hat. Also, Realteil. Man hat keinen Platz für Laternen oder sowas. Wie denn? Hat man einfach nicht. Fackel meine ich eigentlich, aber ist ja wurscht. Was ich meine, was ich sage. Da. Taschen immer voll. Und kein Platz. So, ich dachte, ich gehe hier irgendeine Höhle oder so. So, der wollte weg. Ich, und dann habe ich dann gedacht, hey, der knabbert an seinem eigenen, Bro da. Gilt wieder der eine Buff, habe ich. Okay, weiter geht's. Jetzt nachts hier. Das ist so schlammig hier irgendwie. Naja. Dann gehen wir mal ins Haupthaus, oder wie? Ist das hier das Haupthaus? Ich schätze mal. Hier ist auch noch so Keller. Hier können wir einschlagen. Ein bisschen delayed alles, aber ich glaube, ich denke, dass es ein Delay ist. Gefahr in der Nähe. Denn er muss erstmal die Bewegung ausführen. Ich will jetzt sofort, dass es geht. Was für Gefahr. Irgendwas ist hier. Bestimmt so scheiß Ratten oder so. Naja, diese Geräusche können Ratten sein, schätze ich mal. Hatten wir schon mal. Tun wir mal die Fackel hier. Ja, ja, das können Ratten sein. Gefahr in der Nähe, ja, schau. Oh, sehr effektiv. Fackel. Oh. Fackel Main. Noch mehr Ratatouille hier. Oh, ich dachte, da geht's nach oben.
Den nicht gesehen. Den ich direkt gesehen, ey, krass. Packe sehr, sehr super, also sehr, sehr gut. Hier für solche Angelegenheiten. Sie ist gleich down, aber vielleicht kann ich mir noch eine neue herstellen. Das wäre super. Irgendwie so eine Kiste hier. So, dann bleibt Holz übrig, oder was? Kein Slot im Rucksack. Schmeiß das doch weg. Hier? Naja, ich könnte das, ach, die Bücher wieder mit, nee, kein Taschenplatz, sorry. Apropos, ich kann mich doch, habt eine Lagerfeuer, dass ich mich hinlegen kann? Ich würde was wegschmeißen. Karlstadt will ich unbedingt behalten. Man kann nichts hinlegen. Ich könnte hier das Lagerfeuer sammeln und schlafen, wäre die Nacht vorbei. Aber wir können doch die Nacht hinüber durchlesen. Ich habe ihn tiefer graben. Gestern kamen sie wieder in Scharen. Sonnengeherbergte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal. Neue Geschichte allgemein, die Saat des Argwohns. Wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idol, den Erbauern knien. Zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie ja zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Das ist, glaube ich, ein Hinweis für uns. Eingezäunt im Hinterhof. Dort werden sie ihn nie finden, nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Okay, wir wissen, wo Schlamm ist. Wir waren vorher da. Da, wo ich so komisch, da, wo der Wolf war, nicht so, wo ich nicht richtig gehen konnte. Ich hab da mal die Leiche verbrannt. Ich glaube, es war schöner so. So. Schlafen. So, mal irgendwo im Bett. Ist geil, dass man die nutzen kann. Nacht, die Nacht geht. The day is here. Hello. Man hat ja auch den Hahn gehört. Boah, apropos Hahn, erinnert mich an Dice, ne? Da haben wir immer gehört, wo ein Hahn ist, wo ein Hahn kräht. Und dann haben wir dann immer gejagt, weil wir Fleisch brauchen. Für mich kräht ja kein Hahn. Hello, man. Okay, nächstes Haus hier. Ist irgendeine kleine Scheune. Ist bestimmt nicht viel. Ist gar nichts. Ach so, ich möchte die Fackel abwählen. Geht nicht. Also, schauen wir mal kurz. All dem Schlamm hinter dem Haus. Hier war Schlamm. Hier war Schlamm. Hinter dem Haus. Das ist ein Schatz hier. Hier. So hat der geschrieben in dem Buch. Der Rucksack voll, ist ja egal. Hinterhof. Eingezäunt, ja, muss ja hier sein. Ich weiß ja nicht, wie tief ich jetzt graben muss. Aber ein bisschen kann es ja noch sein. Wenn ein Schatz sein soll, das ist ja wild. Muss nur warten wegen Ausdauer. Ausdauer ist nicht immer mein Freund. Ist nicht immer mein Freund, Ausdauer. Wo könnte hier ein Schatz sein?
Im Schlamm, hier ist alles voller Schlamm. Darf man nur so nochmal so grob. Ja, es kann ja überall sein hier, ne? Überall, wo Schlamm ist. Kann es ja sein. Mensch, hätte das Buch gar nicht gelesen, würde ich hier gar nicht graben. Gute Vase, ich muss warten wegen Ausdauer. Ausdauerreck ist sogar leicht beschleunigt, das Wasser, was ich immer trinke. Denn, und ich habe auch dann mehr als einen Kreis. Nur wenn du ausgeruht bist, hast du zwei Kreise irgendwie. Unter dem Schlamm. Wo könnte das sein? Ist das überall Schlamm? Da kann überall sein.